So eine wunderschöne Autofahrt an einer tollen Strecke entlang. Und dann haben Sie wunderschöne Aufnahmen davon. Das wäre doch was. Und im Falle eines Falles einmal den unbestechlichen Zeugen, der das alles mitbekommen hat. Weil gerade wenn es dann mal wirklich zu einem Unfall kommt, das geht so schnell, da kann man sich an gar nichts erinnern. Da weiß man gar nicht mehr, war ich schuld, ist derjenige schuld? Wie war das jetzt nur genau? Welche Farbe hat überhaupt das Auto? Gottes Willen, da bist du ja, ne? War das jetzt noch gelb oder war das schon dunkelgelb? Oder war das vielleicht schon rot, als ich da eben über die Ampel gefahren bin? Das sind alles elementare Fragen, die Ihnen so eine Kamera ganz einfach beantworten kann. Denn wie Kathi richtig sagte, so eine sogenannte Dashcam ist schlicht und ergreifend Ihr unbestechlicher Unfallzeuge, der, und da spielt es noch nicht mal eine Rolle, wie viele Personen von mir aus dem anderen Fahrzeug sitzen, einfach nicht bestochen werden kann. Denn er nimmt die Situation genau so auf, wie sie stattgefunden hat. Ohne Wenn und Aber, wenn Sie möchten, sogar mit Ton, denn ein Mikro ist mit eingebaut. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum mittlerweile nicht nur die Amerikaner, die Russen und auch andere Nationen innerhalb Europas schon auf solche Dashcams schwören. Seit 2-3 Jahren ist das Thema also auch in Deutschland angekommen. Und die Stückzahlen bei uns und auch an anderer Stelle sagen da einen ganz klaren Trend in die Richtung der Dashcams zu. Aber eben nicht nur für die Unfalldarstellung, sondern eben auch mal für eine schöne Streckenaufzeichnung ist so eine Dashcam klasse. Und wir haben immer wieder schon mal festgestellt, Kathi, dass wir aus unserer Jugend vielleicht ein paar vergilbte Fotos haben mit so ein paar abgeknickten Ecken. Ja? Aber solche schönen Aufnahmen oder von mir aus mal so die ersten Urlaubsfahrten, die sind uns leider ein Stück weit nur noch im Gedächtnis vorhanden. Hier haben Sie natürlich eine tolle Möglichkeit, hochauflösend Ihre Urlaubsfahrten zu filmen und das eben nicht nur auf den blanken Asphalt gerichtet, sondern jederzeit auch ganz einfach mal den Blickwinkel ein Stück weit auf die Straßenseite, an schönen Gebäuden vorbei, an Sehenswürdigkeiten vorbei oder auch gerne mal in den Sonnenuntergang. Das ist eine ganz tolle Geschichte, zumal man das nicht nur tagsüber machen kann, sondern eben auch gerne und jederzeit mal in der Nacht, denn wir haben hier in der Summe 6 Infrarot-LEDs, die also auch die Aufnahmen in der Nacht ohne weiteres zulassen jetzt hier. Ja? Ganz tolle Geschichte. Ganz toll. Bin auch schon voll gut gerade, oder? Ich finde super. Ja, ja. Das wird hier einfach mit dem Saugnapf an der Windschutzscheibe festgemacht, in den 12-Volt-Zigarettenanzünder dann eingesteckt, sodass der Akku Strom leer hat. Ist irgendwann, wobei er recht zuverlässig ist. Also du kannst hier also locker ungefähr 1,5 Stunden Aufnahme machen, ohne dass du auch nur im Entferntesten an das Aufladen des Akkus denken musst. Aber das Ladekabel für den 12-Volt-Zigarettenanzünder ist natürlich dabei. Ne? Eine super Sache. Also Sie sehen, es geht hier selbstverständlich immer in den Standby-Modus, wenn wir es im Studio haben. Da kann man richtig schön hier mal so einen Sonnenuntergang dann am Wasser entlang. Das sind wahnsinnig schöne Aufnahmen. Auch mal nach innen gedreht, dann einfach in Ihr Wageninneres, wenn Sie dann auf dem Weg in den Urlaub sind. Vielleicht mal eben ein paar Worte dazu gesagt, wo man gerade lang fährt oder so. Da kriegen so Urlaubserinnerungen eine ganz neue Dimension, weil du ja viel mehr damit machen kannst mit so einer Kamera. Und selbstverständlich, auch wenn dann wirklich mal was passieren sollte, haben Sie halt immer diese Sicherheit mit dabei. Gerade auch vielleicht bei einem Mietwagen irgendwo im Ausland ist das eine ganz tolle Sache, weil ich kann die ja toll mitnehmen einfach. Ja. Und bei 28,41 Euro, das ist doch fantastisch. Dann habe ich die immer mit dabei und dann im Auto schnell installiert. Und da sind wir genau beim Punkt, liebe Zuschauer. Normalerweise fängt die Suche nach einer vernünftigen Dashcam an, so bei 70, 80 Euro. Wenn es Vernünftiges haben möchte, ist man auch schnell mal bei 120, 150 Euro angekommen. Das hier, das momentan beliebteste Modell bei unseren Kunden, hochauflösend die Videos, Nachtsicht natürlich mit dabei. Extras wie automatischer Weißabgleich, automatische Bilddrehung, Zeit- und Datumstempel natürlich, das ist für die Kamera eine Selbstverständlichkeit. Und auch gleichzeitig ein Bewegungsmelder. Und wir hatten eingangs auch von der Überwachungsfunktion gesprochen. Sie können auch ganz einfach hier mal die Kamera im Auto lassen und das zeigen wir Ihnen mal. Typisches Kavaliersdelikt, ob es jetzt ein Auto ist oder von mir ist auch mal Patsch und schon ist passiert. Ja? Oder von mir ist auch mal ein Einkaufswagen nach dem Einkauf auf dem Supermarktparkplatz. Ja, der Kollege steigt jetzt aus, stellt fest, naja, so schlimm war es ja nicht, steigt wieder ein, hat wohl keiner gesehen. Ja? Aber Sie bleiben auf dem Schaden sitzen, denn das geht tatsächlich auf Ihre Vollkaskoversicherung. Sie steigen im Schadensfreiheitsrabatt ganz einfach hoch. Hier haben Sie es aufgenommen, die Kamera hat sofort ausgelöst, als die Erschütterung im Auto spürbar war über den G-Sensor und schon ist die Aufnahme gestochen scharf für Sie gesichert. Vor allen Dingen, die kann auch nicht mehr gelöscht werden, die ist schreibgeschützt und so haben Sie die Möglichkeit, diesen Delinquenten vielleicht mal zur Kasse zu bringen. Mit der PX1294 und der 569 müssen Sie jetzt schnell bestellen, damit die Sicherheit bei Ihnen immer mitfährt. Für 28,41 Euro wirklich ein Muss bei Ihnen auch im Auto. Ja.